Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Thorsten, das ist mein Kanal Thorsten und seine Welt. Mein Kanal Aquaristik, Zwerggarnelen, Garten, dennoch alles allein, alles was mir Spaß macht. Also, wollt ihr noch mehr wissen von mir, schaut einfach auf der Playlist nach und vielleicht ist für euch auch noch was dabei. Aber heute geht es wieder Aquaristik. Wir wollen es mal wieder nennen, Aquaristik für Anfänger. Die Sendung, und zwar ganz simpel, einfach mal Düngung. Düngung für Anfänger, wir machen hier den Aquascape. Wird hier nicht wissenschaftlich jetzt gemacht, die Sendung ist einfach ganz simpel für die Anfänger unter uns. Angefangen hat dann mal jeder mit der Aquaristik, seine Erfahrung muss jeder selber machen. Und ich teile euch nur halt meine Erfahrung mit, was ich für Dünger nehme, was meine Erfahrung damit ist. Aber am besten bleibt mal dran, wir legen los. Das ist jetzt hier der Dünger. Das ist hoffentlich seht ihr das so einigermaßen. Das ist hier Pompo Fitio. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Ein halber Liter. Wie schon gesagt, ich will hier keine Werbung drum machen von denen. Ich teste den für euch oder ich benutze ihn auch, sagen wir mal so. Kleiner Nachteil finde ich hier dran. Vielleicht, dass da zu wenig Eisen. Anteile bzw. so wenig Eisendünger drin sind, weil denn dort müsste ich bei meinen Wasserpflanzen dann noch Eisen zudüngen, weil nämlich, man sieht sie und diese, fragt mich jetzt nicht nach Namen, aber ich habe eine Sendung gemacht, da habe ich die ganzen Samen gemacht, denn ich merke mir grundsätzlich, ist mein Namensgedächtnis nicht so gerade gut ausgebildet bei der Wasserpflanze, geht ja jetzt einfach nur um den Rotanteil. Und wenn man hier ein bisschen mehr Eisendünger mit dazu macht, dann kriegt man das hin, dass die, gerade sind Stängelpflanzen, dass der Rotanteil stärker wird. Und da, das hat ein bisschen nachgelassen, wo ich nämlich die noch zugedüngt habe mit Eisen, was ich jetzt vielleicht auch noch mal irgendwann mal machen werde und euch dann das Ergebnis sage, ob das was jetzt gebracht hat, ob die jetzt schneller wachsen. Oder nicht? Okay, jetzt erzähle ich euch auch mal so ein bisschen noch was drüber über Düngung. In der Zeit lasse ich das hier ruhig mal ein bisschen laufen, das Video, und dann legen wir mal los. Mal gucken, ob das Becken so ein bisschen Licht. Desto mehr Licht ich reinbringe im Becken, desto besser wachsen die Pflanzen, die Aquariumpflanzen natürlich, und desto mehr muss ich dementsprechend meinen Dünger anpassen. Also ich gehe jetzt einfach von die Werte aus, die man im Becken haben sollte. Die habe ich nicht selber ermittelt, das ist nicht von mir. Die Becken, das habe ich mir mal aufgeschrieben gehabt, weil ich mit der Aquaristik jetzt so ein bisschen mich intensiver beschäftigt habe mit Pflanzenwachstum, warum Pflanzen schlecht wachsen oder warum sie nicht wachsen, sind die Werte so, also was ein Becken haben sollte. Ist CO2, sollte man 20 bis 30 Milligramm pro Liter haben. Nitrat 15 bis 25 Milligramm pro Liter, Phosphat 0, bis 1,5 Milligramm pro Liter, Kalium 5 bis 10 Milligramm pro Liter und Eisen ist 0,3 bis 0,5 Milligramm pro Liter. Eisen ist natürlich wichtig bei Aquariumpflanzen, weil die ja auch das Blattgrün bestimmt. Das heißt also, wenn ihr rote Pflanzen drin habt, gibt es ja verschiedene Pflanzen mit rötlichen Blättern, wenn ihr da ein bisschen besser, also noch schön Eisendünger mit dazu bringt, nicht überdüngen, dann habt ihr wieder mit allen Probleme. Denn wachsen die Pflanzen dementsprechend, entwickeln sie mehr bessere Blattgrün. So, jetzt kommen wir nochmal hin auf den Punkt Bodengrund. Also bei mir, meine Erfahrung ist wirklich so, ich habe jetzt das erste Becken, das ist hier das große Becken, wo ich den Bodengrund Dünger reingemacht habe oder beziehungsweise habt so ein Gefühl habt, ist wie Erde oder Humus, ist auch egal, was das ist. Auf jeden Fall ist es Nährstoffkonzentrat. Was da drin ist, weiß ich nicht. Das hatte ich von Dennerle genommen, bin zufrieden mit und die Pflanzen sind wirklich damit top angewachsen. Denn Pflanzen nehmen ja den Dünger erstmal über die Blattgrün auf und natürlich einen Teil auch über die Wurzeln. Und hätten sie brauchen keine Wurzeln, nur zum Festhalten. Dafür habe ich ja auch Aufsetzerpflanzen, die nehmen natürlich rein die Nährstoffe über das Wasser auf.
Aber so, dann haben wir das denn, mein Volldünger. Also ich dünge, meine Erfahrung ist so, da man ja auch nicht so viel Zeit hat, mache ich keine Tagesdüngung. Bei der Tagesdüngung ist natürlich der Nachteil, man muss sich jeden Tag drum kümmern, ein paar Tröpfchen drin machen, okay, man spielt auch keine Rolle drin. Man sollte ja sowieso das Becken beim Tagesdünger bzw. beim Aquarium einmal am Tag gucken, ob alle Fische leben, tote Fische raus, abgestorbene Blätter raus, die Wasserqualität aus, wie atmen die Fische, fühlen die sich noch wohl, das sollte man sowieso nachschauen. Also kann man auch eine Tagesdüngung geben. So, der Nachteil ist eigentlich wirklich nur die Zeit bei der Tagesdüngung. Der Vorteil ist, bei der Tagesdüngung, die bringen nicht so viel Nährstoff auf einmal rein im Becken. Denn so, man kann das so vergleichen, der Mensch isst ja ohne immer eine Woche was und sagt, naja gut, jetzt habe ich 3 Kilo Fleisch oder 5 Pizzen gegessen oder 7 Pizzen gegessen. Das reicht mir jetzt die ganze Woche, ich esse nicht mehr. Also esse ich das Ganze auf, dann habe ich meine Nährstoffe drin, der dick, dick, dick. Oder beziehungsweise irgendwann habe ich sie verbraucht, dann sind sie nicht mehr da. Ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel, aber so könnte man es ja sehen. Also ist eine Tagesdüngung in dem Falle vorteilhaft, aber ich mache es persönlich nicht. Ich mache immer nach dem Wasserwechsel, mache immer ca. 30, 50% Wasserwechsel. Und dann mache ich hier den Universaldünger drin, den ich euch vorhin gezeigt hatte. Ich hatte auch angefangen, mal den Dünger von Denner. Da hast du ja einen Volldünger, also einen Volldünger, einen 7-Tage-Dünger und dann noch einen Eisendünger. Aber da das dann irgendwann mal alle gegangen ist, habe ich gedacht, ach, probierst du mal was anderes aus. Und es funktioniert auch, weil ich nicht so nur anspruchsvollen Pflanzen habe. Wie zum Beispiel beim Aquascape, dass die Schische mit Pflanzendünger komplett anders aus. Aber darüber reden wir ja jetzt nicht. So. Wenn du natürlich jetzt gedüngt hast und du merkst, dass jetzt auf einmal der Einwuchs anfängt, dann weißt du auf jeden Fall, Mensch, ich muss nächstes Mal so ein bisschen weniger düngen. Denn Dünger entsteht ja auch durch die Ausscheidung von der Fische oder wenn die Pflanzen verjammeln, geht es in die Erde rein und dadurch entsteht ja dementsprechend auch der Dünger. Das ist der Kreislauf wie draußen bei der Pflanzen auch. Das Laub kommt drauf, man macht Kompost drauf als Dünger, man holt ja auch keinen Flüssigdünger beziehungsweise man holt ja auch keinen künstlichen Dünger. Nur im Garten ist es genauso, man holt den zu, wie zum Beispiel beim Rasen, weil das einfach nicht ausreicht. Und so macht man das beim Becken genau dasselbe. Deswegen für den Anfänger ist es zu empfehlen, Universaldünger ist meine Meinung hin, ja, und einfach mal das Becken beobachten, wie die Pflanzen wachsen. Und es kommt jetzt auch immer noch darauf an, wie viel man düngt oder düngen muss, wie viele Pflanzen man im Becken hat. Also zum Anfang, wenn man die Pflanzen da also sich geholt hat, da vom Laden, hole ich erstmal nicht so viel düngen, beziehungsweise ja nicht eine Einlaufphase. Und dann nach und nach hoch, dann wird nach und nach CO2 zuführen. Dort habe ich eigentlich gleich die optimale Menge genommen, zu meiner Erfahrung her, bin mit gelaufen. Und dann habe ich angefangen zu düngen. Wenn ich mir sage, der Dünger vom Bodengrund, die Nährstoffe, es sind ja konzentriert, gehen auch irgendwann mal zu Ende oder beziehungsweise auf einmal gehen sie volle Pulle ab, die Nährstoffe an den Pflanzen. Also können sie nach oben schießen, wachsen. So, jetzt kommt natürlich die Frage auf, was ich mir hochgestellt habe, ja, was macht man, wenn der Nährstoffboden verbraucht ist? Ja, eigentlich könnte man sagen, gut, die Kreise alle draus, macht neuen drin. Nee. Deswegen ist meine Meinung her, die Nährstoffe, die man darin macht, ist wirklich zum Start des neuen Beckens, weil auch Mikroorganismen drin sind, was man braucht, weil ja noch nichts ist. Ich habe Kies drin, der ist ausgewaschen, der ist im Prinzip tot. Da ist gar nichts drin. Keine Nährstoffe, keine Mikroorganismen, kein Schneckenkot, kein Fischkot, der ist tot. Also deswegen ist der optimal und ich schätze so, vielleicht hält er ein halbes Jahr an. Und dann ist er halt nur noch vorhanden. Aber man räumt nicht aus. Vielleicht macht man mal irgendwann mal, wenn man sein Becken umgestaltet oder sagt, Mensch, nach 5 oder 10 Jahren, jetzt mache ich mal alles neu, Kies raus, dann kann man das wieder von vorne machen. Dann holt man neue Nährstoffe, beziehungsweise neue Nährstoff und macht das dann wieder. Habt ihr natürlich wie ein Aquascape oder früher hat man das in den 70er Jahren, hat man das Hollandbecken genannt, da hat man überhaupt keine Fische drin gehabt, da hat man volle Pulle CO2 gemacht. Ich glaube, da ist man rüber 30 Milligramm so ja damals. Denn damals
Oh, ich glaube, da gab es noch nicht mal Messgeräte. Also ein Dauermessgerät gab es, was man jetzt reinhängt, gab es effektiv nicht. Man hat wirklich nur einen Teststreifen gehabt, oder beziehungsweise einen Tröpfchentest, den hat man einmal eine Woche gemacht, um zu gucken, was man an CO2 drin macht. Und dann hat man halt nur mit dem Blasenzähler gearbeitet. Weil ich den Blasenzähler bei CO2, das ist jetzt schon ein anderes Thema als Erdüngung, den benutze ich eigentlich nur mal eine Grundeinstellung mal wieder zu machen, zu gucken, aber sonst, ich gucke hauptsächlich wirklich, wie die Pflanzen wachsen und wie die Atmung der Fische ist. Und dementsprechend die CO2. Also ich komme auf jeden Fall nicht höher als 30 Milligramm. Bei mir ist es 20, naja, 20 Milligramm. Höher geht ich meistens ja nicht durch die Fische schon. Weil die ja auch CO2 erzeugen, ja, durch die Atmung oder auch Fäulnis in vollen CO2 wird auch erzeugt durch Fäulnis im Becken, was man eigentlich nicht haben sollte. Und bei mir ist jetzt immer noch so ein schöner Indikator, ist jetzt wirklich so, ich muss jetzt wirklich mein Becken immer, meine Pflanzen, die ich habe, bin damit zufrieden mit der Auswahl, die sind nicht so super empfindlich und dementsprechend waren die auch nicht so teuer bei der Anschaffung. Wichtig ist so, dass es meine Fische gut geht und dass ich mich erfreue, wenn ich reingucke. Und wenn ich alle 2 Wochen muss ich mal zurückschneiden. Und daran sehe ich schon, oho, meine Düngung passt, lasse ich so. Würde das jetzt so sein, wenn ich jetzt hatte ich mal nicht gedüngt gehabt, dann habe ich gleich gemerkt, aha, Pflanzenwachstum hat nachgelassen, ich brauche doch nicht mehr so viel zurückschneiden. Es gab keine Ableger von der Pflanze dementsprechend. Also musste ich wieder die Düngung erhöhen. Und dann war das alles wieder schön. Tja, jetzt würde ich mal sagen, jetzt sind wir wieder so ein bisschen am Ende angekommen damit. Bei Düngen werde ich euch mal ein bisschen auch auf dem Laufen immer mal halten. Pflanzendünger, vielleicht wechsle ich mal wieder mal den Pflanzendünger, um zu testen, ob das ein anderer Dünger noch besser ist oder nicht besser ist, was an Nährstoffe ist. Also bei mir ist es so, bei dem Volldünger bin ich jetzt so ein bisschen schon auf die Idee gekommen, werde mehr da ich jetzt, ja, weil das Blatt grün könnte noch dunkler werden, ein bisschen, dass ich das so ein bisschen mehr mit Eisendünger mal probiere. Noch ein bisschen mehr Eisendünger drin zu führen. Okay, man könnte jetzt den riesengroßen Messkoffer nehmen und messen, aber wie es schon gesagt ist, beim Messen sage ich immer, das ist jetzt mäßig, morgen kann es komplett schon wieder andere Werte sein. Also, den Koffer benutze ich also hauptsächlich meine ganzen Messwerte, wenn ich nur Probleme damit habe. Mit dem Ganze. Ansonsten benutze ich den Koffer eigentlich nicht. Hat euch das kleine Filmchen gefallen über die Düngung? Wie schon gesagt, das ist meine Erfahrung mit dem Dünger. Gibt es garantiert noch viele andere Produkte auf dem Markt. Könnt ihr mal selber ein bisschen rumprobieren, wenn ihr wollt. Aber preislich, glaube ich, macht sich da nicht, ist da nicht ein riesengroßer Unterschied von dem Dünger. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine schlechter ist oder der andere besser ist. Kommt immer darauf an, für was ihr benutzt, was ihr für ein Becken habt oder was eure Ansprüche auch an den Pflanzen sind. Ne? Manche Pflanzen brauchen gar keinen Dünger, die mäkeln vor sich hin oder wachsen auch langsam vor sich hin, mäkeln. Das streichen wir mal, das zeige ich mal nicht, denn hier alleine meine Zuchtanlage, wo Zwerggarnelen sind, benutze ich überhaupt keinen Dünger drin. Da wachsen auch die Pflanzen, beziehungsweise habe ich auch keine Pflanzen in der Erde drin. Man sieht es ja, das sind alle so Aufsetzerpflanzen. Hier das Nixkraut, wo wir Nixkraut, hier da habe ich das Nixkraut, oder ach, Wasserpest. Die Wasserpest, die schwimmt hier auch drin, das führt für die Garnelen zum Abweiden. Und die Pflanzen wachsen ja auch dementsprechend. Haben noch nicht mal so viel Licht, wie sie eigentlich. Könnte ein bisschen mehr Licht sein, aber für die Garnelen, die fühlen sich eigentlich bei so einem Licht wohler, als wenn es zu hell ist. Das mögen sie eigentlich auch nicht, denn so verstecken sie sich nicht, wenn das Licht ein bisschen dämpft. Gerade bei den Krebsen, die mögen es ja auch nicht so hell. Aber Krebse, da kommt vielleicht auch nochmal ein Video, ein kleines Update drüber, über den blauen Florida-Krebs. Geraumer Zeit hatte ich euch ja mal darüber ein Video gemacht von dem blauen Florida-Krebs. So ein bisschen meine Erfahrungen mit teilen, was man so mehr achten sollte drauf. Meine, sag mal so, es sind mir auch 2 eingegangen von die Krebse. Aber anderes Thema, kommt eine neue Sendung drüber.
Hat euch das alles ein bisschen gefallen mit dem Filmchen? Daumen nach oben. Abo nicht vergessen, bleibt auf dem neuesten Stand. Klickt bei mir einfach mal auf die Playlist nach. Ist da was drin, was euch gefällt? Ist es so? Ist da nichts drin, was euch gefällt? Ist es auch so? Aber wie schon immer, gerade jetzt in der Zeit, Corona ist wieder ein Anmarsch. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen von Corona. Denkt dran, bleibt gesund. Thorsten und seine Welt. Ciao.